Wie funktioniert der Teilverkauf von der Immobilie? Wo sind auch da Hasenfüße und für wen lohnt sich das Ganze? Grundsätzlich Teilverkauf von der Immobilie funktioniert also so, dass du einen Teil deiner Immobilie verkaufst, maximal 50%, und dafür Nießbrauchrecht erhältst. Nießbrauch bedeutet, du bekommst die Mieteinnahme aus dem Objekt nach wie vor in voller Höhe oder eben ein Wohnrecht. Nun ist es natürlich so, wenn du einen Teil verkaufst, musst du das auch entsprechend ausgleichen dann, dass du ja selber die vollen Rechte behältst. Dafür wird dann eine monatliche Nutzungsentschädigung bezahlt, also so ähnlich wie ein Zins letztlich. Dadurch, dass es allerdings keine Bankfinanzierung ist, brauchst du auch keine bankübliche Bonitätsprüfung eben durchmachen. Und hier liegt üblicherweise das Thema begraben. Man sagt ja ganz lapidar, ja, eine Immobilie, die ist irgendwie so ein Klotz und im Alter kann man sie nicht zu Geld machen. Kann man eben doch über das Teilverkaufsmodell, indem ich scheibchenweise bis zu 50% der Immobilie abverkaufe, wobei die Scheibchen im Regelfall relativ groß sein müssen, denn die einzelne Scheibe sollte dann 100.000 Euro eben entsprechend sein. Heißt, ich habe eine Immobilie im Gesamtwert von 200.000 und dann kann ich einmal 50% davon für 100.000 abverkaufen und dann muss ich mit dem Geld eben irgendeine Wiederanlage machen oder mir das einteilen und damit klarzukommen, ich habe eben nicht eine monatliche Zahlung, die ich daraus erhalte. Im Gegenteil, ich muss ja noch eine zusätzliche Rate aufbringen für die Nutzungsentschädigung, die monatlich zu zahlen ist. Wie hoch ist so eine Nutzungsentschädigung? Ja, das orientiert sich so ein bisschen am Kapitalmarkt. Man kann natürlich das auch festbinden für 15 oder 15 Jahre oder entsprechend variabel gestalten. Die Zinsen, die Nutzungsentschädigung ist ein bisschen höher als das aktuelle Zinsniveau. Dafür entfällt eine Tilgung, denn ich habe ja nur eine Nutzungsentschädigung, kein Darlehen, wo ich was zurückzahlen müsste. Dadurch, dass es ja kein Darlehen ist, ich keine bankübliche Bonitätsprüfung brauche, können natürlich hier Leute eben entsprechend an Geld kommen und ihre Immobilie zu Geld machen, ohne das Recht da drin zu wohnen oder die Bestimmung darüber oder eben entsprechend die Mieteinnahme zu verlieren, die sonst nicht bonitätsfähig wären, also Rentner mit zu geringen Einkommen, ja, wo die Immobilie der einzige Vermögenswert hier ist, haben hier die Möglichkeit, darüber entsprechend dann eben an Geld zu kommen. Wie geht es jetzt da weiter? Also wenn jetzt zum Beispiel dann irgendwann das Ganze vererbt wird an die Erben, dann kann also auch ein Komplettverkauf gemacht werden. Und dann sucht also der Anbieter zu bestmöglichen Preis am Markt dann eben einen Komplettkäufer und die Erben, die haben im Regelfall hier ein Vorkaufsrecht. Dafür fallen dann auch wieder Gebühren an. Das ist ähnlich von der Makleraufwendung. Im Regelfall sind es irgendwo 6,5%, die die Anbieter da so aufrufen. Es gibt also verschiedenste Anbieter am Markt. Die Bedingungen sind unterschiedlich, aber sind plus minus ziemlich ähnlich. Bis die ganze Abwicklung jetzt geht, relativ flott. Man hat irgendwie so 5 bis 6 Wochen gesamte Abwicklungsdauer, wenn natürlich alle Termine so auch möglich sind, von Seiten des Kunden auch. Und man hat also grundsätzlich erstmal eine Voreinwertung der Immobilie. Das passiert mit Sprengnetter. Und da ist auch schon wieder ein weiterer Hasenfuß. Sprengnetter bewertet üblicherweise relativ alte Objekte mit relativ wenig Sanierung in den letzten 10 Jahren relativ schlecht. Und das führt natürlich zu einem guten Einkaufspreis und das ist natürlich auch gerade gewünscht von dem Teilverkäufer, dass er einen guten Einstieg hat. Und das macht natürlich auch wieder ein Stück weit unattraktiver das Ganze. Und auch der Zins, die Nutzungsentschädigung, die bezahlt wird, ist natürlich höher als eine Bankfinanzierung vergleichbar. Klar, die Tilgung entfällt, aber das Geld ist natürlich dann weg. Auf der anderen Seite ist die Rate durchaus stemmbar, weil ich ja auch nur bis maximal 50% beleihen kann entsprechend, ja. So, nach der Erstindikation kann man also das Interesse bekunden und dann würde also, wenn man sich da einig wird, ein Gutachtertermin stattfinden. Im Regelfall dauert es irgendwo so 3 Wochen, bis dann das Gutachten dann vorliegt und dann wird bei einem Notar in den großen Metropolen, sage ich mal, Essen, München, Berlin zum Beispiel, je nach Anbieter, ja, unterscheidet sich das so ein bisschen, haben die ihren zentralen Notar, wo man dann entsprechend mit 14 Tage Vorlauf den Entwurf bekommt und dann entsprechend diesen Teilverkauf entsprechend mit allen entsprechenden Bedingungen dann beurkundet. Sind saubere Verträge, da kann man nichts sagen. Da ist vieles bedacht, um niemanden zu übervorteilen, sodass also es wirklich eine sichere Sache ist für denjenigen, der hier sein Objekt teilweise verkauft.
Wie gesagt, die Grundvoraussetzung maximal 50%, mindestens 100.000 Euro in Tranchen kann man dann immer weiter noch weiter verkaufen oder auch gleich die volle Tranche machen, je nachdem. Notariell eingetragenes lebenslanges Nießbrauchrecht, das heißt also sowohl Wohnrecht als auch die Erträge aus einer entsprechenden Vermietung, wenn man zum Beispiel dann ins Altersheim geht, sind hier möglich. Das Nießbrauchsrecht wird auch bei einigen Anbietern, nicht bei allen, sogar im ersten Rang eingetragen, was natürlich nochmal eine zusätzliche Sicherheit bedeutet für den Zwangsversteigerungsfall. Die Refinanzierung dieses Anbieters muss natürlich irgendwo über eine Grundschuld abgesichert werden, die ist aufs ganze Objekt natürlich dann bestellt und die wird zu etwa im Regelfall zu 117% des Auszahlungsbetrags bestellt. Warum 117% und nicht 100% des Auszahlungsbetrags? Naja, die 17% drüber dienen dann zur Sicherstellung, sollten noch irgendwelche anderen Lasten eingetragen werden. Das könnte zum Beispiel sein, dass du als Eigentümer die Grundsteuer nicht bezahlst. Dann wird irgendeine Zwangsversteigerung von der Gemeinde veranlasst wegen der nicht bezahlten Grundsteuer und dann könnte es ja sein, dass die Immobilie im Wert gefallen ist und so weiter und dass der Teilverkäufer hier irgendwie einen Nachteil dann bekommt und diese 17% mehr dienen dann dazu, dass erst einmal dann hier in diesem Falle dann, wo es eben nicht vertragsgemäß läuft, also du hier eine Zwangsverstreckung verursachst, dann eher keinen Schaden daraus nimmt, sondern erstmal hier seinen Puffer drin hat. Oder aber natürlich, wenn es nachher der klassische Weg geht, das heißt nach deinem Tod verkaufen es dann entsprechend deine Erben dann bestmöglich am Markt, dann ist natürlich die 17% Überbevorteilung dann nicht mehr relevant, denn es geht ja nur darum, was dann tatsächlich hier entsprechend vereinbart ist und nicht, was da gesichert wird als Puffer. Ja? So. Es wird auch ein Vollstreckungsaufschub aus der Grundschuld entsprechend vereinbart. Das heißt also, seitens der Bank kann hier nichts passieren, solange eben die Nutzungsentschädigung bezahlt wird, die im Regelfall dann wieder abgetreten wird, eben entsprechend an die Bank, um damit dann die Sicherstellung zu haben, dass dieser Vollstreckungsaufschub dann auch da entsprechend drin ist. Du hast mit der Bank nichts zu tun, das kümmert sich ja alles der Anbieter des Teilverkaufs darum. So ist also Ruhe, selbst im Insolvenzfall des Teilverkäufers ist hier Ruhe. Ja. Das heißt, geht der pleite, ist es nicht da ein Problem, das ganze Konstrukt läuft weiter. Vom Insolvenzverwalter aus muss es dann durchgezogen werden bis zum gesamten Nimmerleinstag im Zweifel. Was ist, wenn du dir jetzt die Nutzungsentschädigung plötzlich nicht mehr leisten kannst? Erst wenn weniger als 50% verkauft wurden, könntest du natürlich weitere Teile verkaufen, um so über noch viele Jahre die Nutzungsentschädigung entsprechendes Nutzungsentgelt zu bezahlen. Es kann auch jederzeit von dir aus der Gesamtverkauf des kompletten Objekts veranlasst werden. In dem Fall wird der Erlös natürlich wieder 50-50 geteilt, abzüglich 6,5% für die Maklergebühr entsprechend und eventuell rückständiger Raten. Ja, du hast schon ein halbes Jahr nicht mehr bezahlt, man ist am Verhandeln und du sagst, okay, jetzt verkauf mal bitte. Dann gehen natürlich dieses halbe Jahr nicht bezahlte Raten auch noch ab von deinen 50%, die du dann entsprechend ausbezahlt bekommst. Wenn es jemand in der Familie erwerben will, so hat er immer ein Vorkaufsrecht und dann könntest du natürlich auch von der Person entsprechend wieder zurückmieten und hast auch wieder die 50% Erlös, aus denen du dir dann die Miete über viele Jahre entsprechend leisten kannst. Wenn man natürlich überhaupt nicht reagiert, naja, dann geht es in die Zwangsversteigerung. Also überhaupt nicht reagieren heißt, du zahlst deine entsprechende Nutzungsentgelt nicht und es geht in die Zwangsversteigerung, weil du nicht mit dir reden lässt und nichts passiert. Und im Zwangsversteigerungsfall erhältst du natürlich auch wieder den hälftigen Erlös abzüglich der 6,5%, auch wenn da kein Makler dann dabei war, weil es ja so im Vertrag vereinbart war, abzüglich der Rückstände, abzüglich Gerichtsgebühren und eventuell sonstiger weitere Belastungen, die dann eben in der Zeit passiert sind. Was also jetzt eine passende Strategie? Wenn du weniger als 50% verkaufen kannst und du brauchst es nicht, dann rechne dir aus, wie lange kommst du hin mit dem entsprechenden Nutzungsentgelt. Vielleicht, wenn da noch Steigerungen drin sind, vielleicht, wenn auch durch Inflation allgemein deine Lebenshaltungskosten noch weiter steigern und plane, dass du dann auch für die nächsten Jahre gut abgesichert bist und entsprechend da ausreichende Erlöse dann draus erzielst durch den Verkauf. Und dann kann man das durchaus als Modell sehen, um dann über viele Jahre hinweg hier seine Immobilie Stück für Stück entsprechend zu verleben und nicht alles an die Kinder zu vererben. Klar, natürlich freuen sich die Kinder, wenn sie viel erben können und
Man muss ja auch sagen, das ist immer nur die Notlösung mit dem Teilverkauf, wenn ich eben keine Lösung innerhalb der Familie finde. Denn das ist immer die beste Lösung, wenn ich innerhalb der Familie einen Käufer finde. Der hat ja auch keine Grunderwerbsteuer zu bezahlen. Dann kann hier auch wieder flexibel entschieden werden, wie man das Ganze gestaltet, über ein Teilverkäuferdarlehen zum Beispiel oder sonstige Gestaltungen. Hier sind wir gern beraten zur Seite für die verschiedenen Modelle und freuen uns auf deine Anfrage. Wir können sowohl Teilverkauf anbieten über verschiedene Anbieter am Markt, als auch eine klassische Bankfinanzierung. Auch hier ist es dann teilweise trotzdem im Rentenalter möglich, entsprechende Bankfinanzierung zu bekommen, wenn die Belehrungsausläufe entsprechend niedrig sind, wenn die Haushaltsrechnung irgendwie aufgehen kann oder wenn man irgendwelche Erben dann noch mit reinnimmt als Bürgen oder eben der Verkauf dann an die Kinder und das Zurückmieten mit Nießbrauch, ohne Nießbrauch. Mit verschiedenen Steuergestaltungen und AFA-Modellen. Da gibt es also viele Gestaltungsmöglichkeiten, wie man das organisieren kann. Und Teilverkauf sollte im Regelfall die letzte sein, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, innerhalb der Familie es über klassische Darlehenskonstrukte zu regeln.